So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Slay the Spire Let's Plays. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich jetzt hier auf den Continue-Knopf gehe, befinden wir uns am Campfire vor dem nächsten Boss. Und so dürfte es auch sein. Jawohl, da ist der Boss, hier ist das Campfire. Und da werden wir jetzt einige lustige Dinge tun. An diesem Campfire, oder was heißt lustige Dinge, wir werden jetzt einmal auf den Schmieden-Knopf drücken und werden dann einmal schmieden. Und ich glaube, der Plan war es, folgende Karte zu upgraden, nämlich Prey. Oder Nirvana, das war glaube ich der andere Plan. Ich habe gerade lustigerweise einfach gar nicht mehr im Kopf gehabt, was die Karten genau machen. Also ich weiß, ich wusste noch so grob, das eine war halt ein Power und das andere war halt das Ding mit dem Mantra und Divinity-Ding. Aber ich hatte gar nicht mehr so genau im Kopf, was die Karten machen. Ich hatte nur noch irgendwie auswendig im Kopf, dass es die beiden Karten waren, die ich gestern im Kopf hatte. Und ich glaube, ich gucke jetzt actually vorher noch einmal kurz. Gain 6 Block, if the last card played is common, also skill draw 2 cards. Das increase nur den Block, nicht die gedrawten Karten. Whenever you scry, gain 4 block. Aha, aha, aha. Talk to the hand, deal 7 damage. Whenever you attack this enemy, gain 3 block. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, das zu upgraden. Aber ich glaube, tatsächlich wird der Move hier sein, Prey zu upgraden. Einfach nur, weil man dadurch 4 Mantra gaint und man entert den Divinity, die Divinity Stance, wenn man 10 Mantra hat. Und logischerweise 3 plus 3 plus 3 macht 9. 4 plus 4 plus 4 macht 12. Das heißt, man müsste diese Karte dann einmal weniger spielen, um halt in diese Stance reinzukommen. Was irgendwo sinnvoll wäre. Deswegen werden wir, glaube ich, Prey upgraden. Und soweit so gut. Und dann proceeden wir und schauen mal, wie es hier weitergeht. Ja, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, aus Versehen habe ich alle meine Potions gewastet quasi in dem Fight vor dem Boss. In einem ganz normalen Fight war es, glaube ich, sogar. Ich glaube, es war nicht was ein Boss-Fight. Ich glaube, es war irgendwie dieser Fight hier. Oder dieser, ja. Ich weiß gar nicht genau. Da habe ich alle Potions genutzt, um halt kein Damage zu nehmen in dem Fight. Ob das jetzt der richtige Move war oder nicht, sei mal dahingestellt. So, genau, dieser Boss ist das. Und da werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden das, was wir gerade gezogen haben. At the start of your next turn, enter Wrath and draw 2 cards. Das klingt auch gar nicht mehr so schlecht. Tension, wir könnten also einfach auch jetzt schon Wrath joinen. Entern, I guess. Das sieht mir nach einem Turn aus, in dem wir nicht allzu viel machen können, actually. Wir könnten es halt Tantrum spielen und ich glaube, viel mehr spielen brauchen wir gar nicht oder können wir gar nicht. I guess wir können Simmering Fury danach noch hinterher spielen, einfach nur um 2 Karten mehr zu ziehen, aber da der Gegner jetzt hier eh gleich blocken wird, werde ich, I guess, wie gesagt, einfach nur Tantrum spielen. Dann spiele ich Simmering Fury, um gleich mehr Karten zu ziehen und dann war es das. Miracle werden wir natürlich erstmal halten. Halten, die Karte habe ich gerade auf der Hand, hold die Karte, aber ja. Destroy, destroy, destroy. Ja, wir müssen unbedingt aus Wrath rauskommen, bevor der Zug zu Ende ist, ist ja klar. Ansonsten kriegen wir jetzt hier gleich böse auf die Fresse, zu gut Deutsch. Mit 64 Damage. Das wäre sogar ein Insta-Kill. Aber ich glaube fast, dass wir den eventuell sogar genug damagen können, dass er hier Mode shiftet und dann gar nicht mehr attackt, weil ich glaube, sobald er Mode shiftet, macht er, glaube ich, gar keinen Damage mehr. Und bufft sich erstmal und macht halt den Front-Buff auf sich selber. Deswegen mal sehen. So, wir können Tantrum spielen, wir können Empty Mind zur Not spielen auch. Gain 6 Block für Last Card, Played this Combat, also Skill, Draw 2 Cards, das könnten wir natürlich auch machen. Ich glaube, ich spiele erstmal Talk to the Hand. Einfach nur, um immer wenn ich die Gegner zu attacke, Block zu kriegen. Das klingt schon mal ganz gut. Danach spielen wir Tension wahrscheinlich, einfach nur um nochmal Dick Damage zu dealen. Genau, wunderbar. Dann spielen wir. I guess Strike und dann eventuell Empty Mind, je nachdem, ob ich muss oder nicht. Ist das ein Skill? Ja, das gilt auch als Skill, also könnten auch einfach Sanctity spielen, gleich noch. Oder ich spiele Sanctity diesen Turn nicht, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Hand gerade, ich glaube, ich spiele einfach noch einen Strike. Dann hat er seinen Mode Shift, genau, das hat prima geklappt. Dann können wir sogar noch einen Strike hinterher setzen, theoretisch gesehen. Ah ja, 20 Block, nevermind, dann vielleicht nicht. Dann vielleicht nicht, dann spielen wir vielleicht einfach gar nichts sogar und enden den Turn einfach. Ich hoffe, wir enden den Turn einfach sogar. Actually. Ich würde sagen, wir prayen eventuell. Wir spielen Nirvana, könnten wir auch spielen. Vigilance, Gain 8 Block, Enter Calm. Jetzt muss ich kurz entscheiden, was wir jetzt hier machen. Wir müssen auf jeden Fall aus der Attacken Stance raus und wir werden Block brauchen. Deswegen würde ich sagen. Oh, wenn ich ihn angreife, nehme ich zwar 3 Damage, aber ich heale 2 Damage quasi zurück, weil ich 2 Block dazu kriege. Deswegen ist Angreifen sogar relativ lukrativ gerade quasi, obwohl er Forms hat. Whenever you scry, gain 3 Block.
Shuffle an Insight into your Drop Pile, huh? Ha ha ha. Aber wie machen wir das jetzt hier? Ich glaube, Vigilance muss ich sogar spielen. Einfach nur, weil es die einzige Karte, die mir im Block gibt aktuell. Vigilance, Nirvana und Prey, I guess. Klingt nach einem Turn. Ja. Wir spielen Vigilance. Dann spielen wir Prey. Dann spielen wir Miracle. Und spielen dann unsere Power. Nehmen einen Punkt Damage, was pretty much gar nichts ist. Und haben aber diesen Zug einen guten Setup-Turn gehabt. Was macht nochmal die Power? Genau, whenever you scry, gain 3 Block. Und das Ding war, whenever you shuffle your draw pile, scry thrice. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen an mit Tantrum? Fragezeichen. Deal 9 Damage, scry 3, draw 1 Card. Wir sollten mit Tantrum wahrscheinlich anfangen, damit wir danach in Rough sind und Cut Through Fate mehr Damage macht, I guess. Deswegen wird das wahrscheinlich Sinn machen. Ich muss eigentlich erst einmal Defense spielen sogar, oder? Moment mal. Aber ein bisschen Damage kann ich eigentlich eh nehmen. Weil wir werden dann jeweils einen Punkt Damage nehmen pro Hit, glaube ich. Ja. Oh, wir haben nur einmal Damage genommen, aber haben... Hä? Okay. Das ist strange. Die Mechanik ist komisch. Man nimmt durch Thorns, whenever you play an... Ah, das ist nicht Thorns, das ist Sharp Hide. Whenever you play an attack, take 3 Damage. Das gilt halt quasi als nur ein Attack, weil ich nur einen Attack geplayt habe. Aber when attacked, you gain 2 Block. Dadurch, dass ich ihn quasi dreimal attacked habe, habe ich also quasi 6 Blocke gained. That's interesting. Ich habe also ihn quasi dreimal attacked und dadurch dreimal das hier getriggert, aber nur einmal das Sharp Hide getriggert. That's definitely a thing to remember, I guess. So. Jetzt spielen wir aber erstmal Cut Through Fate. Und Scryen jetzt. Ich würde sagen, wir nehmen. Ich würde gerne Insight nehmen, actually. Aber ich würde halt auch gerne Tantrum nehmen. Aber ich glaube, Insight macht mehr Sinn. Tatsächlich. Deswegen werden wir Insight nehmen. Wieso habe ich jetzt gerade Damage genommen? Whenever you scry, gain 3 Block. Ja, okay, das habe ich verstanden. Whenever you shuffle, your drop pile, scry thrice. Wait, what? Warum habe ich gerade Damage genommen? Habe ich ihn damit gerade attacked? Ach, ich habe ihn damit gerade attacked. Ich war gerade so verwirrt, wieso ich Damage genommen habe. Ja, ich habe logischerweise, das war ein Attacking Move. So, Inside. Wir ziehen nochmal 2 Karten. Und jetzt darf ich nochmal scryen. Ich glaube, wir scryen einfach nochmal Cut for Fate. Weil, warum nicht? Ach so. Ja, die ziehe ich erst im nächsten Zug. Das macht Sinn. Das habe ich vergessen. Ich würde sagen, dann spielen wir nochmal. Deal 16 Damage if enemy intends to attack, enter calm. Und dann spielen wir Eruption hinterher, I guess. Und kommen nochmal in Rough rein. Und haben noch genug Energy, um die Stunts danach zu exiten und nochmal Karten zu ziehen. I like the sound of that. Deswegen machen wir das einfach mal. Ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht Missplay ausversehen hier. Aber ich glaube, es wird funktionieren. Jawohl. So, jetzt spielen wir Empty Mind, um drei Karten zu ziehen. Machen wir das? I guess wir machen das. Wir können nochmal Prey spielen. Wir können erstmal Halt spielen. Aha, ich kriege jetzt nur 4 Block dafür, weil wir jetzt aus der Stance raus sind. Aber 4 Block for free ist besser als gar nichts, I guess. Und jetzt Cut for Fate oder Prey ist natürlich die Frage. Defend, Vigilance, Empty Mind. Ich sehe jetzt gerade nichts, was mir Cut for Fate gerade geben könnte, was wirklich worth wäre. Deswegen eventuell sogar nochmal Prey. Oder wir spielen Defend. Aber ich glaube, Prey nochmal zu spielen macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich glaube, wir nehmen jetzt lieber ein bisschen Damage. Und kriegen dann, haben dann noch ein bisschen mehr Mantra und vielleicht noch ein bisschen mehr Draw Power im Deck. Ich glaube, es macht mehr Sinn an dieser Stelle jetzt gerade. So, Mode shiftet wieder. Dadurch wird das Defense immer ein bisschen leichter, weil wir jetzt mit jedem Angriff halt Defense kriegen und er jetzt aber keinen Sharp Hide mehr hat. So. Inside haben wir wieder. Spielen wir erstmal das, würde ich sagen. Simmering in Fury, sehr schön. Da würde ich doch glatt sagen, machen wir folgendes. Ich glaube, wir. 5x4, das ist irgendwie 20 Damage oder sowas sogar, oder? Ich würde sagen, wir gehen diesen Zug einfach hin und blocken einfach erstmal, so viel es geht. Ja, Vigilance, Defend. Ah, goddammit, ich wollte gerade sagen, wir blocken so viel es geht und spielen Simmering Fury. Aber gestern spielen wir nur Vigilance und Simmering Fury. Gain 8 Block, entern halt Calm und im nächsten Zug entern wir dann Wrath am Anfang und hoffen, dass wir gute Karten ziehen oder gute Attacken-Karten ziehen halt. I guess es ist trotzdem ein ganz guter Move. Ja, machen wir das mal. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir nehmen es leider einiges an Damage, aber oh well.
Passt schon, wir haben noch einiges an HP. So, was ziehen wir jetzt hier Schönes? Ich würde sagen, wir nehmen Vigilance nochmal mit. Also, ziehen dürfen wir es noch nicht, aber dann bald halt. Oh, prima, und er greift diesen Zug nicht an. Perfekt, das ist ein perfekter Zug gerade an der Stelle. Was spielen wir jetzt hier Schönes? Wir haben halt noch 5 Energie. Draw two cards, was würden wir da ziehen? Wir würden jetzt halt Vigilance nochmal ziehen. Und noch irgendwas. Praise ist halt auch wieder im Deck gerade. Mal sehen. Spielen wir Tantrum erstmal vielleicht? Tantrum macht halt viel Damage. Empty Mind draw sogar 3 Karten. Aber dadurch verlieren wir die Stance. Deswegen werden wir, glaube ich, erstmal Sanctity spielen. Damit entern wir nur Karten, wenn der Gegner attacken will, was er gerade nicht will. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen erstmal 2 Karten. Ah, ich habe echt gehofft, wir ziehen Mantra. Aber haben wir leider nicht. Dann spielen wir jetzt erstmal Tantrum, würde ich sagen. Predict Damage. Dann spielen wir. Vigilance und Empty Mind, I guess. Ja, why not? Vigilance. Um Calm zu entern. Danach Empty Mind. Danach. Eruption? Ne, das macht nur 9 Damage. Cut for Fate vielleicht nochmal. Prey, sehr schön. Damit gehen wir 4 Mantra. Wie funktioniert das mit der Stance? Divinity. Upon entering the stance, gain 3. Also wir kriegen nochmal 3 Energy. Attacks deal triple damage. Und wir haben noch Eruption und Strikes auf der Hand. Und 4 No Evil. Exit the stance at the start of your next turn. Wir nehmen Prey mit, würde ich sagen. Das nehmen wir jetzt mit, glaube ich. Das klingt ganz gut. Und wir kriegen nochmal Insight ins Deck. So, was spielen wir jetzt, die Frage? 18 Damage, 27 Damage, 24 Damage. Wir spielen, glaube ich, die drei, eine Energiekarten. Einfach nur, weil die Fett Damage machen. Wir fangen mal an mit der, würde ich sagen. Dann machen wir weiter mit der hier. Wir können einfach durch den Block durchschlagen. Das finde ich irgendwie kind of funny. Ja, zwar mega viel Block, aber wir kommen trotzdem noch durch mit Damage. Und dann beenden wir den Zug. Das war ein ganz guter Zug, würde ich sagen. Ich glaube, spielt keine Rolle. Ich glaube, ich nehme einfach. Das heißt keine Rolle. Ich glaube, ich werde sogar alle 3 Scrines und alles rein, nicht so die Mega-Karten. Und dann ziehen wir bitte noch ein paar mehr. Sanctity. Gain 6 Block, draw 2 Cards. Sehr schön, dann blocken wir den Großteil von seinem Damage schon mal weg. Da er intended zu attacken, kann ich sogar nochmal Calm entern, quasi for free. Und mit Tantrum komme ich dann aus Calm sogar nochmal raus in den Rough Stage, theoretisch gesehen. Praktisch gesehen wäre das aber, glaube ich, nicht so smart. Deswegen werden wir, glaube ich, einfach 4 No Evil spielen und dann Simmering Fury, um im nächsten Zug mehr Karten zu ziehen und so weiter und so fort. Und dann den offensiven State einzunehmen. Ich glaube, das macht mehr Sinn an der Stelle hier. Ja, das mache ich mal so. So. Immer wieder marginal, ist ein kleines bisschen Damage. So, Halt habe ich schon mal gezogen. Das spielen wir jetzt erstmal direkt als allererstes, solange wir noch in Rough sind. Und hoffentlich kommen wir dann gleich auch noch aus Rough wieder raus. Aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen können. Deal 18 Damage, Scry 3, Draw 1 Cards. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Prey, hallöchen. Das werde ich natürlich nicht scryen, das möchte ich natürlich ziehen, ist ja klar. So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Vigilance und Empty Mind danach eventuell sogar. Oder greife ich noch mehr an? Ich habe noch mehr zum Angreifen, merke ich gerade. Ich hätte noch mehr zum Angreifen auf der Hand. Moment, geht das aus? Geht das aus von Energie her? Ne, es geht sich nicht aus. Also müssen wir jetzt die Vigilance Empty Mind Combo spielen. Empty Mind, noch mehr Karten zu ziehen. Als nächstes würde ich gerne 4 No Evil ziehen, I guess. Das klingt gut. So. Prey und Cut for Fate klingen beide gut. Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal nochmal Prey. Dann spiele ich jetzt Cut for Fate. Oder? I guess. Ja, I guess, warum nicht? Und würde gerne 4 No Evil ziehen. Oder Moment, halt. Möchte ich die Karte ziehen? Doch, eine Energie habe ich noch. Ich würde gerne 4 No Evil ziehen. Nevermind. Da muss ich gerade mal kurz nachdenken. Die würde ich gerne ziehen und dann greifen wir noch einmal an. Genug Block haben wir eh. Und damit ist der Fight, glaube ich, pretty much gelaufen. Er hat kaum noch HP. Er ist aus seinem Turtle-Modus raus. Und wir sind jetzt hier gesetupt, um ihn zu tantrumen gleich und dann damit auch zu killen, pretty much.
Glaube ich, denke ich. Spiele ich die überhaupt? Gain 6 Block. Wir sind in Calm, oder? Ja, wir sind in Calm. Wir könnten also theoretisch gesehen ruhig die Energy wasten, aber ich werde erstmal Tantrum spielen, würde ich sagen. So, und damit ist er so gut wie down. Wir brauchen noch eine Attacken-Karte, also werden wir diese Karte doch spielen, einfach nur um noch Karten zu ziehen. Warte, was? Oh nein! Ah, goddammit! Ah, oh, ich habe gefailt. Ich habe gefailt. Ich habe furchtbar gefailt, denn wir sind jetzt leider stuck in diesem Modus hier. Ich glaube, Leafle ist es so oder so mehr oder weniger. Töten wird uns damit jetzt nicht. Wir werden relativ low sein, aber ich habe gerade. Ich hätte ihn jetzt schon liefern können, dem Zug, aber ich habe gerade gefailt. Aber es passt schon. Ja, es kann so bleiben, ist alles gut. Wir werden jetzt noch einmal Tantrum spielen und dann ist er, glaube ich, dead. Jawohl, prima. Gerade ein ganz klein bisschen gefailt mit dem Bossfight hier. Aber passt schon, hat er ja am Ende dann doch noch geklappt. So, was haben wir jetzt hier für schöne Sachen? Das sieht alles irgendwie interesting aus. Brilliance, deal 12 damage, deals additional damage equal to Mantra gained with. Oh, gained with combat. Ui, das klingt nach einer sehr, sehr starken Karte. Das klingt einfach nur darum, also nach einer sehr, sehr starken Karte, da wir natürlich schon mal jetzt hier mindestens eine Karte haben, die uns jedes Mal, wenn wir sie spielen, 4 Mantra gibt. Mit Prey. Und da wir sie relativ häufig spielen werden, wahrscheinlich. Und dass sie gained with combat, also nicht with turn, sondern einfach im gesamten Combat ist, bedeutet, dass das so ziemlich schnell out of control stacken wird, glaube ich. Deal 16 Base Damage, um das Upgrade, okay. Was haben wir hier? Deva Form. Ethereal, at the start of your turn, gain energy and increase with gain by 1. Warte mal, was? Das klingt halt auch überhaupt nicht broken oder so. Nein, überhaupt nicht. Das klingt komplett balanced. I don't see how this card could ever be broken. Also, wenn ich das Ding im ersten Zug spiele, let me get that right. Ich spiele diese Karte im ersten Zug. Im zweiten Zug habe ich 4 Energie. Im dritten Zug habe ich 5 Energie. Im nächsten habe ich. Verstehe ich das gerade richtig? Weil das wäre ja irgendwie komplett broken. Okay. Das klingt irgendwie noch besser als Brilliance. Also, die beiden Karten sind, glaube ich, beide gut, aber ich glaube, die hier ist noch stärker, I guess, wenn man sie gespielt kriegt, natürlich. Whenever card is retained, reduces its cost by 1 with combat. Wir werden, glaube ich, Deva-Form nehmen. Wir könnten auch Brilliance nehmen, aber da ich immer noch auf das Snecko-Eye-Deck hoffe, also da ich immer noch darauf hoffe, dass wir jetzt gleich Snecko-Eye kriegen, werden wir, glaube ich, diese Karte nehmen. Und hoffen und beten, dass wir jetzt Snecko-Eye kriegen, bitte. Bitte, no! Was ist das hier? Gain Energy at the start of your turn, you can no longer gain gold. Okay, ne, das bleiben wir, glaube ich, mit Deva-Form nicht mehr wirklich brauchen. Das hier war During Boss and Elite Combats, gain Energy at the start of your turn. Das sind alles Energy Relics. Jetzt haben wir leider eine Energy Power genommen. Und Sacred Bark ist zwar gut, aber ich glaube, das ist besser. Trotz allem. Deswegen werden wir, glaube ich, den Slaver's Collar mitnehmen. Am Ende ist man halt immer schlauer, I guess. Wups. Was heißt wups? Ich konnte natürlich nicht wissen, dass ich jetzt nicht Snake Eye kriege. Ich habe es natürlich gehofft, aber garantieren kann ich es natürlich nicht. So, der Shop hier ist ein bisschen early. Den werden wir, glaube ich, schon mal nicht mitnehmen wollen. Deswegen ist das schon mal jetzt nicht deswegen attraktiv hier, der rechte Pfad. Ich glaube, der linke Pfad hier, welcher war das? Der hier, glaube ich, sieht aktuell am attraktivsten aus. Oder der hier, I guess. Oder der hier. Einfach nur, weil die alle hier rüberführen. Hier hätte ich einen Elite. Und das war's. Hier hätte ich einen Campfire und einen Elite. Und dann noch einen Campfire und noch einen Elite. Und dann hätte ich einen Shop. Der Pfad sieht mir gerade sehr attraktiv aus. Hier hätten wir Elite, Campfire, Elite. Aber ich glaube, der linke Pfad wird sein. Der linke Pfad sieht mir am besten aus. Mit dem hier Fragezeichen. Campfire, Elite, Campfire, Elite, Shop. Und dann... I guess zwei Fragezeichen. Das ist, glaube ich, das scheint mir der Pfad zu sein. Den nehmen wir, glaube ich, mal mit hier. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Als nächstes werde ich natürlich Deva-Form upgraden, damit wir die nicht Ethereal haben, sondern damit wir sie sofort spielen können. Sollten wir sie nicht, sollten wir in dem Zug, in dem wir die Karte ziehen, halt ansonsten nicht die Energie haben, damit wir die dann halt zur Not später noch ziehen können. Spielen können, ziehen können, wie auch immer. Also ziehen können und spielen können ist in dem Fall beides richtig, I guess. Was spielen wir hier? 5x2 Damage. Defend, I guess. Empty Mind, I guess. Ich glaube, ich fange mal mit Empty Mind tatsächlich, um hier noch ein paar Karten zu ziehen. Ach, das sind alles keine defensiven Karten. Ich brauche ein bisschen mehr Defense, bitte, im Spiel. Bitte eine Schnitte. I guess, ich kann mit Talk to the Hand Defense stacken. Aber ich kann nur Defend, Talk to the Hand und I guess Miracle, Nirvana werde ich jetzt nicht spielen. Sure, I guess. Defend, Talk to the Hand. Miracle, wir werden nicht Tantrum spielen, weil ich ansonsten wiederum erneut zu viel Damage nehmen würde. Und dann, was könnten wir hier gescryed kriegen? Hold, I guess. Versuchen wir mal Hold zu ziehen. Meh. Spielt keine Rolle.
Das heißt, spielt keine Rolle. Ich darf auf jeden Fall, ich muss dafür sorgen, dass ich Deva Form nicht jetzt ziehe, denn sonst ist hier Game Over. Deswegen würde ich sagen, spielen wir das mal so, dass ich jetzt hier einfach Prey ziehe. Was? Ach, man zieht die Karte ganz links. Ich dachte, man, okay. Ich dachte, okay, das. Ich bin aber davon ausgegangen, dass die Karte ganz rechts die Karte ist, die man zieht. Wieder was dazugelernt. RIP Deva Form für diesen Fight, aber was soll's. Dafür weiß ich das jetzt für die Zukunft. Ich dachte halt, man zieht die hier ganz rechts und die ganz links wäre die, die man als letztes quasi zieht. Aber I guess wieder was dazugelernt. Dafür ziehen wir jetzt Prey. Passt auch. Ist auch okay. Prey spielen wir jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und danach, I guess, Eruption oder Vigilance. Vigilance macht, glaube ich, mehr Sinn. Prey und dann Vigilance, um hier in den Calm State reinzukommen. In Turn. Weiter geht's. Hier in dem Fall wird man oft gehext, was natürlich ein bisschen doof ist, mit diesem Deck hier. Pretty much, aber was soll's. Fear No Evil, ich habe keine Karte, um aus Karma rauszukommen, das ist natürlich auch mal wieder großartig, außer Simmering Fury, I guess. Dann werden wir wahrscheinlich Simmering Fury jetzt spielen müssen. Auch okay. Fear No Evil ist auch eine Attacken-Karte, ne? Dann attacken wir nochmal. Einfach nur ein bisschen mehr Damage zu machen und dann geht's hier weiter. So, jetzt sind wir hier im Rage-Modus, im Rough-Modus. Ich würde gerne als nächstes bitte Prey ziehen, würde ich sagen. Das klingt sinnvoll. Erstmal spielen wir jetzt Halt, um Dick Fat Damage zu. Damage, sag ich schon. Um Dick Fat Damage zu kriegen, natürlich. Deswegen spielt man Halt. Ne, um Dick Fat Damage wegzustacken, quasi. Vigilance werde ich mir für den Ende des Zuges, fürs Ende des Zuges sparen. Um aus Rough rauszukommen, würde ich sagen. Dann dealen wir jetzt mal ein bisschen extra Damage. Mit Hilfe von Tantrum. Ah, wir sind weakened, deswegen dealen wir gerade noch so wenig Damage. Dann striken wir nochmal. Spielen Vigilance. Dadurch dealt er jetzt 21. Wir haben genug Block. Prima. Defend werde ich natürlich nicht spielen, sonst kriege ich hier noch eine von den Dazed-Karten ins Deck. Das möchte ich natürlich nicht. So, dann werden wir jetzt, glaube ich, Prey spielen erstmal. Um wieder einen Schritt näher zu kommen zum Ulti-State, sage ich mal, zum Ultimate-State. Dann spiele ich jetzt Nirvana, I guess, weil now is a good time as any, oder? Dann nehme ich halt wieder Damage, actually. I guess Empty Mind, um die Stun zu exiten. Und Energy zu kriegen. Ich könnte mit Cutthroat Fate vorher noch Setup, theoretisch gesehen. Ich glaube, ich Setup erst. Ja, wir ziehen erstmal Inside. Und ziehen damit einfach noch zwei Karten for free. Eruption, Strike. Jetzt spiele ich Empty Mind, um Energy wieder zu kriegen, I guess. Jetzt spiele ich wiederum, Fear No Evil, Tantrum und dann. Ah, ich habe nichts anderes, um da wieder rauszukommen aus dem Attacking State. That's annoying. I guess Tantrum, Fear No Evil in der Reihenfolge dann, maybe. Aber dann kriege ich nicht Energie dazu. Dann einfach Defend, Fear No Evil. Ja, I guess. That's probably a move. Fear No Evil für Calm State und dann einfach noch einmal Defenden. Um weniger Damage zu nehmen und dann passt das soweit. Irgendwie ein nerviger Fight, ich weiß nicht. Oh Gott, oh Gott, oh no. Oh no, das ist terrible. This is actually terrible. Das ist der schlimmstmögliche Draw gefühlt. Okay. Jetzt nehmen wir erstmal Fat Damage. Oh Mann. Okay, immerhin noch ein paar gute Karten gezogen. Will ich die überhaupt? Will ich irgendwas davon? Ich kann gerade mein Deck nicht reingucken. Ich glaube, ich lasse die aber mal. Einfach nur, weil es keine Dazed-Karten sind. Da wahrscheinlich noch jede Menge andere Dazed-Karten dabei sind hier gerade. Nevermind, anscheinend nicht. Okay. Whatever. Was soll's. Tantrum, Strike, Nancer Down? Question mark. Wenn nicht, dann. Erst Sanctity. Und dann haben wir noch einen Strike, genau, prima. Also Tantrum, Strike und dann haben wir noch einen Strike und der ist jetzt down, sehr schön. Aber einiges an Damage genommen leider in dem Fight. Bowling Bash? Nee. Scry 1, Gain 2 Block, Deal 3 Damage. Wie war das nochmal? Und wenn ich schaffe, der Drop halt Scry 3 und die Power gibt mir doch irgendwie Block, wenn ich Scry, oder? Scry 1, Gain 2 Block, Deal 3 Damage. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Karte für mich. Da, wie gesagt, Scryen gut ist in dem Deck. Aber das zieht keine Karte. Warte mal, das zieht keine Karte. Scry 2, Gain 3 Block, Deal 4 Damage. Nehme ich die Karte oder nehme ich sie nicht?
Das ist jetzt auch eine gute Karte, actually. Gain 10, Block, Shuffle, Insight und wir Drop High. Das ist actually auch eine gute Karte. Weil sie Block gibt und halt Draw Power. Ich glaube, wir nehmen sogar einfach die hier mit. Evaluate. Die gefällt mir. Die gefällt mir. Die nehmen wir mit. Die blockt und hat noch Utility-Effekte. Deswegen nehmen wir die mit. Nehmen wir mal das Fragezeichen, würde ich sagen. You walk by an eerie statue holding. Das Event kennt ihr übrigens noch nicht. Face Trader. Holding several masks. Something behind you softly whispers. Stop. Oder eher so. Stop, I guess. War das softly? I don't know. Anyways, continue. You swerve around to face the statue which is now facing you. On closer inspection, it's not a statue, but a statuesque gaunt man. Ich dachte gerade, statuesque wäre irgendwie so ein Eigenwort. Dachte, was soll das ein statuesque? Aber ja. Ein Statuen ähnlicher gaunter Man, was auch immer gaunt heißt. Das Wort gaunt kenne ich actually nicht, tatsächlich. Is he even breathing? Face, let me touch, maybe trade. Okay. Touch, lose 7 HP, gain Gold. Ich habe gerade gar nicht mal so viel AP, deswegen ich weiß nicht. Aber Gold Gain ist natürlich auch nicht schlecht. 50% Good Face, 50% Bad Face. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es klingt nach so einem 50-50 Event, nach so einem Gamble Event. Und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden gerade mit meinem aktuellen Zustand. Deswegen würde ich sagen, losen entweder AP oder leaven einfach. Es würde erst eine Leadfight kommen. Ich glaube, wir losen nicht AP. Oder? Okay, die Frage. Oder nee, Moment mal. Es kommt erst ein Campfire. Dann losen wir AP. Wir losen AP und es kommt erst ein Campfire. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht gleich sterben werde. Oh, ich sollte mal lesen, was hier steht, I guess. Compensation. Mechanically, he cranes out a neat stack of gold and places it into your pouch. What a nice face. Nice face. What he touches your face. Okay. Also richtig weirdo, I guess. You begin to feel your life drain out of it. During this, his mask falls off and shatters. Screaming, he quickly covers his face with all six arms, dropping even more masks. Amidst all the screaming and shattering, you escape. His face was completely blank. Okay, interesting. Wie gesagt, ein so komischer Weirdo mit sechs Armen, I guess. Und irgendwie keinem Gesicht und Masken. Gut, weiter geht's, würde ich sagen. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht auf dem Weg zum nächsten Campfire, aber ich glaube, das sollte noch relativ machbar sein zumindest. So, Vigilance und dann vielleicht Sanctity vielleicht sogar. Maybe. Oder Empty Mind. Empty Mind vielleicht sogar. Ja, Empty Mind, das ist die Kombo. Vigilance, dann Empty Mind. Dann Cut for Fate, I guess. Oder nochmal Sanctity für mehr Block. Brauche ich das? Brauche ich mehr Block? Das sind hier die Fragen und die Antwort lautet, ich würde sagen, mehr Block kann nicht schaden, actually. Außerdem drawen wir dann noch ein paar mehr Karten und eventuell spiele ich dann nochmal einfach Miracle. Ah, Deva Form, no! Why you doing this? Why you doing this game? Why are you like this? Okay, RIP Deva Form auch in diesem Fight, I guess. Die Karte müssen wir echt unbedingt upgraden, ansonsten werden wir sie wahrscheinlich nie gespielt kriegen. Mal sehen, Cut for Fate und dann Strike oder so, keine Ahnung. Genug Block habe ich jetzt. Ja, genug Block habe ich. Ja, Cut for Fate und dann gucken wir mal. Auf den hier, I guess. Alles Schande, aber irgendwas davon muss ich ziehen. Und wenn ich jetzt die Wobei, ich kann einfach eh noch ein Energy restoren, deswegen. Perfekt, genau das habe ich gehofft. Miracle und dann Pray. Ich habe gehofft, dass wir Pray ziehen. Das ist genau die Karte, auf die ich gehofft hatte. Dann prayen wir einfach, das ist, glaube ich, eh der sinnvollste Move hier an der Stelle. Und dann schauen wir mal. So, soweit, so gut. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier Nirvana, Talk to the Hand and Hold, eventuell. Ja, oder? Ja. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber eventuell schon. I guess. Ja, ich wollte die Karte noch gar nicht spielen, aber ich habe aus Versehen die linke Maustaste losgelassen, aber es passt schon. So, dann Hold. Talk to the Hand, wahrscheinlich auch wieder auf den hier, I guess. Ah, ich hätte ihn dreimal attacken sollen im Zug, vielleicht, aber dann hätte ich irgendwie eine andere Karte nicht spielen können, deswegen egal, whatever. Aber dann hätte ich ihn halt hier den Damage von ihm quasi canceln können. So nehme ich den Damage jetzt natürlich, aber passt schon. So, Evaluate, sehr schön. 2x5 plus 13, das heißt, damit können wir quasi den Damage komplett wegcanceln. Inside haben wir auch gezogen. Wir spielen erstmal Evaluate und shuffeln Inside in unser Deck. Dann spielen wir Inside. Und ziehen nochmal Inside. Sehr schön. Ja, spielen wir es weg, würde ich sagen. Oder ist das random, welche Reihenfolge diese Karten hier gezogen werden? Dass man hier quasi, geforst ist, alles wegzugeben, bis auf die eine Karte, die man garantiert ziehen will.
I don't know, könnte natürlich auch sein. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall, dass wir Evaluate ziehen wollen. In jedem Fall. So, Prey habe ich auch wieder gezogen. Wir werden jetzt folgendes spielen. Fear No Evil, dann Tantrum, dann Halt, dann haben wir wieder Energie. Dann spielen wir Prey. Und dann schauen wir mal. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus soweit. So, Fear No Evil auf den hier, I guess. Ja. Fear No Evil auf den hier. Dann Tantrum auf den da. Genau. Ach, der wollte nicht attacken. Oh, ich habe gefailt. Ich habe so böse gefailt. Egal. Passt schon. Ich glaube, genug Block haben wir eh. Oder? 4x5. Oh, Jesus Christ. I failed. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe vergessen, dass das Fear No Evil auf einen attackenden Gegner geused werden muss. Wow, was ein Fail. Was ein Fail. Please don't kill me. Please don't kill me. Uff. Uff. Okay, das ist einiges an Damage. Ja. Jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich jetzt hier nicht sterbe. I guess Cut Through Fate. Um den dann mit zu killen. Und dann Vigilance und dann sterbe ich. Das funktioniert so nicht. Vigilance und Defend einfach für... Ich muss auf jeden Fall aus der Stance rauskommen. Also Vigilance muss ich safe spielen. Vigilance und Evaluate, I guess. Ja. Das wird sein. Maybe. Ich weiß nicht. Oder Cut for Fate. Oh, das ist complicated. Was? Ich muss die Potion spielen, damit ich nicht sterbe, glaube ich. Whenever you scry, gain 3 block. Ja, das ist es. Das wird sein. Dann killen wir den hier und kriegen 6 Block. Tatsächlich. Was weniger Block ist als durch Evaluate, aber wir canceln halt auch seinen Damage dadurch. Da ist nichts dabei, was mir gerade helfen würde, oder? Ne. I guess defend. I guess nichts davon. Ach, schade. Schade Schokolade. Das hilft mir alles nicht großartig. Oh, wir haben ein Energy wieder gekriegt, oder? Durch das Gremlinhorn. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir müssen Vigilance spielen und dann spielen wir Evaluate, I guess, und haben hoffentlich genug Block. Das ist echt auf dem Messerschneid hier gerade der Fight. Vigilance. 13 plus 10 macht 23. Och, wir können es komplett abblocken. Thank the heavens, wir können es komplett abblocken. Sehr schön. Der Fight ist echt viel zu close gerade. Ich hätte eventuell nicht Geld zahlen sollen. Ich hätte eventuell nicht Geld zahlen sollen, um da gerade Geld zahlen sollen, schon HP zahlen sollen, um da Geld zu kriegen. Was will Town ziehen? I don't know. Empty Mind, maybe? Ja, Empty Mind, um sicher zu gehen, dass ich gleich irgendwie aus Wrath wieder rauskomme. Inside erstmal, I guess. Erstmal muss ich Tantrum spielen. Tantrum, Strike, Cut Through Fate. Ja, das klingt sinnvoll. Auf den hier, I guess, mit dem... Oh, never mind. Tantrum reicht aus, um ihn zu knocken. Interesting. Aber ich würde sagen, dann kill ich ihn direkt. Ja. Klingt sinnvoll. Und dann nichts davon. Spielt keine Rolle. Spielt absolut keine Rolle. Ich würde sagen, wir droppen die beiden, weil das jetzt auch nicht so gute Karten sind. Und dann ziehen wir Eruption und droppen den auch gleich. Warte, wieso habe ich noch so viel Energie? Ach, weil ich ihn gekillt habe, oder? Dann würde ich wiederum sagen, droppen wir die beiden, ziehen Strike. Actually. Ziehen zwei Strikes. Strike und dann Empty Mind ziehen noch irgendwas anderes Gutes oder auch nicht, okay. Und beenden jetzt anstelle den Zug. Wo habe ich gerade so viel Energie gehabt? Ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte keine Energie mehr, aber irgendwie hatte ich dann doch wieder Energie. Das war kind of strange. Anyways, wir fangen an mit Halt, was gratis ist. Dann mit, machen wir weiter mit Evaluate, um schon mal keinen Damage zu nehmen, I guess. Oder wir ziehen jetzt noch ein paar Karten. Spielt es eine Rolle, was ich auswähle? I guess es spielt eine Rolle. Strike, I guess. Fear No Evil und Prey, I guess. Fear No Evil. Prey. Und Block haben wir eh schon. Und dann war's das hier. Mit dem Fight ist gleich, I guess. Ja, Tantrum, dann ist wieder genockt. Danach Strike und danach war's das. Sehr schön. Inner Peace. If you are calm, draw 4 cards, otherwise enter calm. Uff. Auch gar nicht mal so eine schlechte Karte, glaube ich. Zieht viele Karten und
Get us in den Calm State rein. Deal 10 Damage, a Fatal Upgrade, a Random Card in your deck. Permanently, oder was? Exhaust, okay. Interesting. Hm. Klingt jetzt auch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Nehmen wir die mit? Vielleicht nehmen wir die sogar mit. Question mark. Ist halt ein bisschen wie Feed, nur halt, dass man damit nicht HP, also mehr Max HP kriegt, sondern halt eine Karte upgradet. Ich glaube, einmal sollte ich die vielleicht mitnehmen. Ich glaube, einmal kann die nicht schaden, kannst nicht schaden, die im Deck zu haben. Eventuell. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Und dann würde ich sagen, es ist ein Snacko-Fight. Okay, den Fight mache ich noch. Dann würde ich sagen, danach beenden wir die, oder bin ich gerade gegen meinen Schreibtisch gekommen? Danach beende ich die heutige Folge. Aber den Fight werde ich jetzt machen, weil Snacko-Fights sind irgendwie ganz funny, I guess. Da das ja eh ein Snacko-Eye-Deck ist, so gesehen. Oder geplant war als Snacko-Eye-Deck, aber wir haben es nicht gekriegt. Machst du ein bisschen den Fight noch zu machen? So, was machen wir, wenn es hier schön ist? Empty Mind ergänzen, um Karten zu ziehen. Lesson Learned Trick gezogen. Aber das werde ich natürlich jetzt nicht nutzen, denn das werde ich dann nutzen, um zu versuchen, den hier zu finishen. Weil ich habe nicht so dermaßen eine gute Option hier gerade. I guess Simmering Fury und dann Strike. Und dann Halt, maybe. Aber das ist halt auch eigentlich komplett egal. So, jetzt werden wir hier gesnacko-eyed. Sehr schön. Devaform für ein Energy. Das klingt doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Sanctity für ein Energy. Cut through Fate. Womit fangen wir jetzt an? Erstmal mit Devaform. Das werde ich safe spielen. Dann Cut through Fate, weil es aktuell noch relativ viel Damage macht. Nee, erst Talk to the Hand. Muss ich kurz überlegen. Der macht gerade 30 Damage, das wäre Liefel. Moment mal. Momentchen mal, wir müssen erstmal irgendwie, wir müssen einen Block kriegen auf jeden Fall. Ich spiele erstmal Cut for Fate, bevor ich. Wobei Talk to Van gibt mir ja auch Block. Es kostet aber relativ viel Energy und so viel habe ich gerade nicht. Ich werde jetzt Cut for Fate spielen und werde irgendwas gut ziehen, I guess. Was ist davon gut? Die beiden sind gut. Welche ziehe ich jetzt? Nirvana, oder? Ich glaube, dann ziehe ich Nirvana. Actually, halt. Ich will Empty Mind haben. Ja, ich will Empty Mind haben. Und hoffentlich kostet es ein oder null Energy. Also ansonsten haben wir gleich ein kleines Problemchen. Please. Ein Energy. Ah, uff. Autsch. Yikes. Okay. Well. Fear no evil, defend sanctity oder so. Wir brauchen Block. Wir brauchen bitter viel Block gerade. Sanctity, defend. I guess. Erster Fan, dann Sanctity. Um mehr Karten zu ziehen. Bitte irgendwas. No. No, das sind alles nicht so die Mega-Karten gerade. Oh Gott. Don't hurt me. Don't kill me, please. Eruption for free. Haben wir noch Draw Power danach? Wir haben danach keinen Draw Power mehr. Oh Jesus. Also kann ich Eruption nicht spielen, obwohl es free ist, weil ansonsten ich gleich sterben werde, glaube ich. Ziemlich sicher. Also spielen wir einfach nur Evaluate für 10 Block und dann spielen wir einen Strike und enden den Turn, I guess. Solange wir keinen Damage nehmen, ist eh alles gut, deswegen passt das schon. Wir kriegen mit Deva-Form jetzt immer mehr und mehr Energy in den Turn. Die werde ich einfach alle drei droppen, die sind alle jetzt nicht so mega. Ich würde sagen, wir spielen mal Inside und ziehen noch zwei Karten. Ein gratis Strike, Hallöchen. Frey macht Sinn. Evaluate macht Sinn für Block, I guess. Erstmal Strike, was gratis ist, oder erst Moment. Erstmal Evaluate. Dann Strike, weil es gratis ist. Empty Mind, um mehr Karten zu ziehen und um noch mehr Energy zu kriegen. Oh, Nirvana ist gratis, Hallöchen. Vigilance und dann noch mal Empty Mind, I guess. Für mehr Block und mehr Karten. Sanctity für mehr Block und mehr Karten for free. Defend für mehr Block for free. Ich glaube, jetzt kann es sogar Tantrum spielen, oder? So rein theoretisch gesehen. Ich bin aber vulnerable. Ich weiß nicht, wie viel Damage er nimmt. Ich spiele lieber nochmal Inside. Und spiele irgendwas Sicheres. Und spiele nochmal Inside, I guess. Keine Ahnung. Nochmal Defense. Das ist mir gerade zu risky. Ich habe zwar jede Menge Block, aber ich bin halt auch vulnerable. Und ich weiß nicht, wie viel Damage er gleich macht. Das spiralt gleich wahrscheinlich komplett out of control. Und macht irgendwie 30 Damage oder so. Oder 35 bis 40 Damage oder so. Hätte locker gemacht, deswegen.
Also wenn ich jetzt getantrumt hätte und dann halt in Wrath reingegangen wäre. Double Damage. Nevermind, ich hätte es machen können. Goddammit. Egal. Egal. Ich habe gar nicht auch. Ich hab, hätte mir wahrscheinlich den Modifier-Text mal durchlesen sollen. Und dann hätte ich gesehen, dass ich das hätte machen können. Aber whatever. Passt schon. So. Eruption for free. Dann Halt. Und dann haben wir ein Problem. ja. Diese Draw wieder. Eruption for free. Dann macht er 24 Damage und ich blocke 18 davon. Wann kommt das Campfire? Das Campfire kommt jetzt gleich quasi. Und ich glaube, wir werden da sogar resten tatsächlich am Campfire. obwohl wir halt dieses schöne Relic haben, mit dem wir halt eh schon healen würden. Müssen wir, glaube ich, trotzdem resten, weil wir so low sind jetzt gerade. Trotzdem Eruption. Trotzdem Eruption eventuell sogar. Eruption, Halt und dann Strike oder so. Ich habe keine Ahnung, oh Mann. Das ist so ein schwerer Fight hier gerade. Fear no evil. Meh, I don't like any of my options hier gerade an der Stelle. Ja, I guess Eruption und Halt. Oder Halt und dann nehme ich immer noch 8 Damage. Das sind alles so bekackte Options hier gerade. Ja, Eruption und Halt, I guess. Eruption, Halt, it is. Eruption, Halt, Strike. Oh, wait. Oh, ich habe so viel Energy. Nein, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Ich habe so gefailt. Actually, ich habe nicht gefailt. Aber ich hätte mehr Energy kriegen können. Aber egal. It works, I guess. Moment. Ich habe vergessen, dass ich durch Devaform so viel Energy habe. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also Strike und dann Fear No Evil, I guess. Ja, yeah, I guess. Okay. That works. That works for me. Wir nehmen gar kein Damage. Oh, goddammit. Das habe ich übersehen. Das habe ich komplett übersehen. Ah. Jesus Christ. Ich würde gerne Lesson Learned ziehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe nämlich Leafle den Zug, oder? Ich glaube, ich würde kein Lesson Learned ziehen. Ich habe ziemlich sicher Leafle. Ich habe ziemlich verdammt sicher Leafle. Evaluate Sanctity. Ja, wir überlegen es mal kurz. Evaluate. Dann Sanctity. Da ist Lesson Learned für 10 Damage. Eruption für 9 Damage. Talk to the Hand für 5 Damage. Das ist insgesamt kostet 6 Energy, aber wir kriegen gleich noch Energy zurück von Karn. Mir ist klar, dass. Ich muss mir gerade selber klar machen. Mir ist klar, dass wenn das jetzt hier gleich nicht klappt mit Liefel, dass ich dann tot bin. Moment, okay. Also wahrscheinlich. 9 Damage. Deal and receive Double Damage. 10 Damage, das macht 19 Damage. Und nochmal 20 Damage. Das ist Liefel. Okay, sehr schön. Bitte klappt. Wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich ein Problem. Aber es klappt. Es klappt, sehr schön. Wir upgraden Lesson Learned. Praktisch. Praktischerweise upgraden wir direkt Lesson Learned. Sehr schön. Und damit nehmen wir jetzt noch eine Karte mit. Zum Beispiel die hier oder die hier oder die hier. Also vielleicht. Deal 6 Damage whenever you change stances, return bis. Okay, nein, das werde ich nicht mitnehmen. Deal 7 Damage for last card played this combat was an attack. Gain Energy. Okay. Maybe nicht schlecht. Maybe. Mayhaps. Meditate. Aber ich glaube noch mehr Energy Generation brauche ich actually nicht. Deswegen werde ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Put a card from your discard pile into your hand and retain it. Enter Calm and your turn. Genau. Die wollte ich, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Oder habe ich überlegt, sie mitzunehmen letztes Mal und habe es dann noch nicht gemacht, weil es noch eine andere bessere Karte gab. Aber ich glaube, die würde jetzt in mein Deck aktuell nicht mehr so dermaßen gut reinpassen, maybe, ich weiß nicht. Ich habe mehrere Karten, die irgendwie abhängig sind, so. I guess actually das kommt mit Shimmering Fury oder Simmering Fury, kind of. Aber nur kind of, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, zu viele Karten, die aktuell irgendwie so gimmicky funktionieren, um diese End-Turn, Next-Turn-Mechanik rundherum. Ich glaube, davon habe ich aktuell gerade genug im Deck. Beziehungsweise einen habe ich entdeckt davon mit Simmering Fury. Deswegen, ich glaube, Meditate wäre da aktuell ein bisschen too much, eventuell. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Block aktuell irgendwie. Ich weiß nicht. Gefühlt habe ich aktuell echt Blockprobleme teilweise. Oder alternativ irgendwie muss ich. I guess, ich habe ein paar Mal gefailt auch, diese Folge, wie gesagt. Das mit dem Mechanik-Switchen ist irgendwie so eine Sache. Mit dem Stun-Switchen. Mechanik-Switchen, sag ich schon. Mit dem Stun-Switchen ist so eine Sache. Ich übersehe manchmal, dass ich da irgendwie switchen kann und dann damit irgendwie einen Move habe. Und dann direkt nachdem ich es gespielt habe, merke ich dann direkt so, oh Kacke, ich hätte es anders spielen können. Aber oh well. Ich würde sagen, wir gehen zum Fragezeichen. Nehmen wir das so mit. Ne, ist ein Fight. Okay, den Fight werde ich jetzt nicht mehr machen, wenn es nur ein Event gewesen wäre. Hätte ich es noch vom Ende der Folge mitgenommen, so werde ich es jetzt nicht mehr mitnehmen.
Ansonsten hätte ich die Folge jetzt erst beendet. Am nächsten Campfire. Wie auch immer, das war's dann, I guess, für die heutige Folge. Schaltet, wie gesagt, auch beim nächsten. Wie gesagt, hab ich schon gesagt. Ne, das habe ich noch nicht gesagt, diese Folge. Wie auch immer. Schaltet dann bei der nächsten Folge auch lieb gerne wieder ein. Ich werde die Folge an dieser Stelle jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat mein Content soweit oder die Folge heute soweit gut gefallen. Wie gesagt, schaltet lieb gerne in der nächsten Folge auch wieder ein. Das war's von mir für die heutige Folge. Ja, wie gesagt, lasst mir lieb gerne ein Abo da. Oder auch ein Like oder auch ein Kommentar. Das war's von mir für heute. Übrigens irgendwie auch ein kind of ein rougher Draw hier, finde ich gerade, so spontan. I guess, Defend Vigilance dann. Ja, ansonsten, ja, Devaform stirbt wieder die Karte, I guess. Wir müssen wieder Bye-Bye sagen zu Devaform, weil wir einfach zu low sind, um ihn nicht komplett zu defenden dann. Aber das ist dann ein Problem für die nächste Folge, I guess. Wie auch immer, das war's für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, und habt einen wunderprächtigen Resttag. Macht irgendwas Produktives. Oder Schönes. Oder beides. Tschüss. Quittlich!